Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. Wir sind über 100 Abonnenten auf meinem Kanal und ich finde diese Zahl mega. Also ich bin jetzt letztes Jahr November, ich glaube November habe ich letztes Jahr mein erstes Video hochgeladen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals die 100 Abonnenten knacken werde. Aber wir sind 100 und ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, weil ohne euch wird es auch meinen Kanal nicht geben. Und ja, ich bin mega happy und ich freue mich, dass ihr auch alle dabei seid und auch fleißig kommentiert. Und ja, ich freue mich einfach, also dass so viele meine Videos mögen und so viele meine Videos schauen, das freut mich einfach mega und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Video an, um was es heute eigentlich geht. Und zwar ist es ein kleiner, gemischter Haul. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt damit einfach mal gleich an. Als erstes habe ich mir hier von Isana eine Shampoo mitgenommen und zwar Lovely Winter mit lieblichem Vanille- und Tabakblütenduft. Das sieht so aus. Also ist auch schon eine richtig schöne Winter Edition. Und es riecht unglaublich gut, also so vanillig, holzig. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut riecht. Und ja, das ist das ist mit Panthenol, also auch gut für trockene Kopfhaut, also gerade für den Winter halt sehr, sehr gut geeignet. Und ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich das letztens bei meinem Rossmann entdeckt habe. Schon etwas länger her, da habe ich mir die hier mitgenommen, die Paradise Ecstatic, glaube ich, spricht man die aus, Mascara. Und die verspricht... Die verspricht so einiges. Die verspricht nämlich, also hier hinten steht drauf, wir haben unsere Testerinnen gefragt. 90% bestätigen intensive und voluminöse Wimpern. 84% bestätigen sichtbar längere Wimpern. 79% bestätigen weichere Wimpern. Weichere Wimpern? Ja, das stimmt. Kann ich bestätigen. Ich habe die nämlich heute drauf und ich finde das Ergebnis von dieser Mascara richtig, richtig schön und mir gefällt diese Mascara richtig, richtig gut. Und genau, die sieht so aus. Also die sieht so aus und die hat ein schönes Bürstchen. Sieht so aus. Und also die hält den ganzen Tag, die macht richtig, richtig schöne Wimpern, richtig volle Wimpern. Also eine ganz, ganz tolle Mascara, gefällt mir richtig, richtig gut. Dann habe ich bei Douglas bestellt und bei Douglas habe ich bestellt von NYX die neue Drop, wie nennt sie sich, Total Drop Foundation, genau. Und zwar ist das die Farbe Alabaster. Also ein sehr, 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 sehr heller Ton. Ich trage den auch heute auf dem Gesicht. In der Kamera wirkt das Ganze ein bisschen heller, als es in Wirklichkeit ist. Also in Wirklichkeit sehe ich nicht ganz so weiß aus. Hier seht ihr nochmal die Farbe. Das ist die Alabaster. Und das ist hier so eine Tropfenfoundation. Und die gibt man sich einfach hier drauf. So sieht das Ganze dann aus. Und die lässt sich halt auch schön verblenden. Also ist eine richtig, richtig schöne Foundation. Hält auch den ganzen Tag. Also bis jetzt bin ich super zufrieden mit der Foundation. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Dann noch etwas, was ich mir bei Douglas... Also die Foundation habe ich mir bei Douglas bestellt und das habe ich mir auch bei Douglas bestellt. Und zwar ist es die neue... Also was heißt neu für mich? Es ist eine neue Palette. Und zwar die Too Faced Natural Eyes Palette. Ist auch eine schöne kleine Palette, die aber farblich sehr, sehr schön abgestimmt ist. Also die sieht so aus und innen drin sieht die so aus und ich habe die auch schon verwendet. Also es sind halt richtig, richtig schöne Töne. Einmal eins fürs normale Tages-Make-up, also alles in matt gehalten, die Töne. Dann haben wir hier ein Classic, das sind alle schimmrige Töne und das ist ein sehr, sehr besonders schöner Ton.
Und hier haben wir die Fashion-Töne, also auch sehr, sehr schöne Töne. Und ich swatche euch die mal. Also hier haben wir einmal Honeypot. Dann haben wir hier den Farbton Push-Up. Dann haben wir hier den Farbton Erotica. Und hier haben wir den Farbton Chocolate Martini. Also es sind sehr, sehr schöne Farben. Und besonders der hier, der Push-Up, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich trage den auch auf den Augen. Also ein sehr, sehr schöner Farbton. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und was halt hier auch schön ist, also er hat auch einen Spiegel hier drin. Und das hat ihr auch schön, es ist hier eine kleine Anleitung dabei. Und zwar, wie man diese drei Farbkombinationen verwenden kann. Und hier ist dann auch nochmal so eine Anleitung dabei. Also auch sehr, sehr schön gemacht. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und die Palette gefällt mir richtig gut. Also ganz, ganz, ganz große Liebe. Ja, also... Die kostet auch nicht so viel im Vergleich zu den großen Paletten. Ich finde das halt so für den Anfang, wenn man sagt, man kennt die Marke Too Faced noch nicht, finde ich halt so eine Palette echt super, weil hier hat man alles drin. Hier hat man Schimmrig-Töne drin, hier hat man matte Töne drin. Sie lassen sich untereinander sehr, sehr gut kombinieren, was ich sehr schön finde. Und ich finde die halt echt schön, die Palette. Also ja, ganz große Liebe. Dann habe ich mir auch bei Douglas bestellt von Tony Moly den Dolcom Banana Pong Dang Lip Balm. Das hat sich jetzt sehr lustig angehört, ne? Ja, der sieht so aus. Und also echt schön gemacht, ne? Also richtig, richtig schön. So. Und zwar schaut der so aus. Es ist halt einfach eine Bananenform, hat hier so einen Schlüsselanhänger dran, also den kann man einfach ans Handy oder an den Schlüssel dranhängen und ist hier dann auch so zum Quetschen. Und also ich finde die Pflegewirkung von diesem Stift Bombe. Also der ist richtig, richtig gut und der Bananengeschmack ist nicht zu intensiv, also genau richtig, ich hatte Angst, dass der wirklich intensiv eine Banane schmeckt. Aber er riecht richtig, oder was heißt riecht, er schmeckt, besser gesagt, richtig angenehm nach Bananen. Also richtig, richtig gut und ja, also das Design ist halt auch mega niedlich und ich glaube, das wird nicht das letzte Produkt von Tony Moly sein. Ja, dann gab es noch so Gratis-Codes bei der Seite frauschopping.de. Gerne mal vorbeischauen, die hat immer die aktuellen Codes, mit denen man... Sachen bekommen kann und da habe ich mir hier diesen Bobbi Brown Instant Longwear Make-up Remover bekommen und den habe ich auch schon benutzt. Also der ist halt super, um den Maybelline Matte Ink runter zu bekommen, weil der sitzt echt bombenfest und alle anderen Make-up-Entferner schaffen es nicht. Also man braucht schon etwas Ölhaltiges zum Abnehmen und da ist der echt super. Also der gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und dann habe ich noch einen Gutschein eingelöst und zwar für den Percy & Reed London Hair Invisible Dry Shampoo. Das sieht so aus. Also vom Design her echt richtig, richtig schön. Ich habe das auch schon ausprobiert und ich bin mir noch nicht so sicher. Der Duft war auch ein bisschen... Aber ich bin mir noch nicht so sicher, was ich von dem halten soll. Also das muss ich mir noch mal genauer anschauen. Dann habe ich auch bei Amazon bestellt. Und bei Amazon habe ich mir diese Eierbecher bestellt. Also es sind wirklich so Becher, die halt nicht geschlossen sind, sondern so leicht offen sind. Und da passt halt perfekt ein Make-up-Ei rein. Ich habe auch hier einmal den Real Technique Schwamm. Der ist jetzt noch feucht, weil ich mich mit dem geschminkt habe. Und der passt halt da rein. Und das Coole ist halt, dadurch, dass es hier unten auch offen ist, kommt Luft überall hin und der hat nicht irgendwo eine Stelle, wo er irgendwo fest aufliegt, sondern immer genügend Luft bekommt. Upsala. Also der bekommt immer genügend Luft. Das heißt, er kann schön gleichmäßig austrocknen. Es kann nirgendwo anfangen zu schimmeln. Also auch was hier oben drin ist, das ist kein Schimmel. Das sind einfach nur Make-up-Reste. Das ist ganz normal. Und ja,
Genau, die habe ich mir jetzt mal zugelegt. Einfach aus dem Grund, weil jetzt gerade die kalte Jahreszeit trocknen die Sachen nicht ganz so schnell wie im Sommer. Und da sollte man schon darauf achten, dass sie gleichmäßig trocknen können und nicht irgendwo Stockflecken ansetzen können. Ne? Weil das machen die halt schon gerne, wenn ich die irgendwo in einem festen Behältnis habe. Also das finde ich auch immer, wenn man Schminksammlungen anschaut und diese Schwämme sind immer in so einem Plastikfach drin. Das denke ich mir immer so, das verstehe ich nicht, weil dann schimmeln die. Dann wundert es mich auch nicht, wenn solche Bilder kommen wie geschimmelter Make-up-Schwamm. Also das muss man sich halt auch im Klaren sein, weil wenn Wäsche, wenn ich die zu lange in der Waschmaschine drin lasse, dann bilden sich auch Stockflecken. Das ist ganz normal, das ist so. Ja, okay, genug dazu. Kommen wir mal zu den zwei letzten Produkten. Und zwar habe ich mir Schuhe bestellt. Weil wir haben ja die Glamour Shopping Week. Ich glaube, die geht noch bis zum 7.10. Ich glaube, bis zum 7.10. geht die. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Und ich habe mir das ist ein Catwalk. So sieht der Karton aus. Schöne Schuhe bestellt. Und zwar diese hier. Das sind so Boots, die hier an der Seite auch einen Reißverschluss haben. Den hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber gut, der ist halt dran. Und die sind hier innen drin auch richtig, richtig schön gefüttert. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ja, doch. Also die sind richtig schön gefüttert auch. Also jetzt für die kalten Tage, die jetzt dann kommen, genau das Richtige. Und ich habe schon lange so einen Schuh gesucht, weil, also ich finde die vom Designer echt schön. Also ich finde, die passen auch zum Lippenstift ganz gut. Ich finde, es macht sich echt ganz gut, ne? So grün und rot, ja, doch, gefällt mir gut. Nee, aber wie gesagt, also die sind halt eher auch vom Obermaterial richtig schön weich. Die haben eine richtig schöne Sohle, dass man halt auch nicht ausrutschen kann. Was ich halt auch extrem gerne mag, das ist halt so bequem, dass man hier so festen, ja, Absatz hat, also so einen richtig schönen festen Absatz, gefällt mir richtig, richtig gut, der Schuh. Also, ja, in den habe ich mich sofort verliebt, also ja, wird mein neues Schätzchen. Und ich habe noch ein neues Schätzchen. Also ich habe mir zwei Paar Schuhe bestellt und keins davon durfte wieder gehen, also die müssen beide bleiben. Man lag der bei 34,90 und es ist dieser hier. Und ich weiß nicht, ob ihr die Timberland-Schuhe kennt. Timberland stellt ja auch solche Boots her, die sind halt jetzt auch nicht zum Schnüren, sondern die sind halt mit Reißverschluss, sondern die sind halt nur zum Schnüren, was ich persönlich halt auch besser finde. Aber ich finde, die kommen denen sehr nah und ich habe mich letztes Jahr in rosafarbene Timberlands verliebt. Und ich war jetzt die ganze Zeit schon auf der Suche nach so einem Schuh. Ich wollte aber nicht so viel Geld ausgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich finde ihn perfekt. Hat auch wieder so einen leichten Absatz und auch eine dicke, schöne Sohle. Und ich habe auch schon mal anprobiert, also der ist richtig weich innen drinnen und auch wieder gefüttert. Sehen, der ist auch so gefüttert, also auch richtig schön warm, jetzt wieder für die kalten Jahreszeiten. Und ja, ich freue mich schon drauf, die schönen Schuhe hier anzuziehen und ausführen zu können. Mir gefallen die richtig, richtig gut. Die sind gestern Abend erst angekommen und ja, ich freue mich schon drauf. Ja, ganz, ganz große Liebe. Ja, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Weil ich möchte mich natürlich auch bedanken bei euch, dass ihr mir treu seid, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr immer so fleißig kommentiert. Und ich habe hier eine kleine Box. Das ist die Pink Box. Die war vor ein paar Monaten, gab es die mal. Und da habe ich ein paar Produkte reingetan, die ich über die letzten paar Wochen gesammelt habe. Und unter anderem einmal so ein Labello mit Geschmack, dann einmal eine Maske von Müller, dann einmal eine Maske von Alverde, dann ein Bart, die
Müsli-Mus-Maske, meine Lieblingsmaske. Und eine Balea-Tuchmaske in Melone. Auch die ist richtig, richtig gut. Habe ich schon ausprobiert. Ist echt super. Und natürlich auch, oder was heißt natürlich auch, auch etwas mit Melonengeschmack. Und zwar eine Pflegecreme. Dann würde ich euch reinlegen einmal diese Invisibubbles. Ein Deo von 8x4 in der Unicorn Edition. Und mein absolutes Lieblingstier aus diesem Jahr, das Faultier. Eine Dusche, Born to be Lazy. Genau. Dieses Paket mit diesen tollen Produkten könnt ihr jetzt bei mir gewinnen. Und zwar müsstet ihr mir dafür nur einmal unten in die Kommentare einfach was Nettes reinschreiben, eine Kleinigkeit. Und was auch wichtig ist, dass euer Kanal freigeschaltet ist, also dass ihr nicht im Geheimen unterwegs seid, weil sonst kann ich euch leider nicht anschreiben. Und ja, ansonsten gibt es einfach keine Bedingungen, es ist einfach ein kleines Dankeschön. Und ich würde sagen, die Verlosung läuft jetzt ab heute 2 Wochen. Und alles Weitere könnt ihr dann unten nochmal in der Infobox lesen, da werde ich alles nochmal genauer reinschreiben. Wie lange das Gewinnspiel läuft, bis wie viel Uhr und so weiter, also dass ihr auch teilnehmen könnt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, bei euch, euch auf meinem Kanal das nächste Mal begrüßen zu dürfen und ich wünsche euch viel Glück bei dem Gewinnspiel und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!